Herzlich willkommen bei DB Technologies. Heute schauen wir uns an, wie man Bässe in ihrer Abstrahlung richten kann. Lautsprecher für die Mitten- und Hochtonwiedergabe strahlen durch die Verwendung von Hörnern oder dank Zeilenanordnung gerichtet ab. Basslautsprecher haben dagegen eine kugelförmige Abstrahlcharakteristik. Diese Eigenschaft kann zu Problemen in der Beschallung führen. So kann es zum Beispiel bei einer Links-Rechts-Aufstellung neben bzw. vor der Bühne zu unerwünschten Frequenzauslöschungen kommen, die das Hörerlebnis beeinträchtigen. Durch die spezielle Positionierung von Basslautsprechern lässt sich eine gerichtete und homogenere Bassausbreitung realisieren. Beispiele hierfür sind Kardioide, End-Fired oder Stacking-Konfigurationen, die mittels des eingebauten Delays und Polaritätsschalters im Sub 15 und Sub 18H einfach umgesetzt werden können, ohne dass externes Controlling benötigt wird. Hier sehen wir eine End-Fired Kardioid-Konfiguration in der Draufsicht. Der Abstand des vorderen Basses zum hinteren beträgt eine Viertelwellenlänge von 65 Hertz, also 1,3 Meter. Das entsprechende Delay beträgt 3,5 Millisekunden. Diese Verzögerung stellen wir nun am vorderen Bass ein. Das Ergebnis sehen wir in der Messung. Nach vorne addieren sich beide Bässe und nach hinten löschen sie sich aus und die Bühne wird nicht angeregt.